Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Powerfood TV. Wir sind hier an der Expo vom Miss Olympia im Las Vegas Convention Center und haben jemanden Bekanntes getroffen. Hallo Markus, wie geht's dir? Servus, gut soweit. Noch ein bisschen müde, noch ein bisschen jetlagged, aber naja gut. Was will man machen? 9 Uhr morgens hier, ja. Wann bist du angekommen denn? Ich bin gestern erst angekommen. Ich war in Puerto Rico vorher. Hab da noch eine kleine Tour gehabt und normalerweise wäre ich schon nach Paraguay geflogen. Ist aber jetzt gecancelt, insofern fahre ich am Sonntag, fliege ich wieder heim. Sonntag wieder zurück, also kurz für 3 Tage mal hierher. Ja gut, wie gesagt, in Südamerika erst und dann wieder hierher und jetzt wieder heim und nächste Woche geht es nach Zypern dann für einen Gastauftritt. Ah, okay. Ja. Wie sieht es eigentlich aus? Viele sind da am Fragen, was macht der Markus? Kommt er nochmal zurück? Ist da was geplant? Weil Form sieht ja nicht schlecht aus. Ja, ich habe noch dieselben Umfänge, sogar ein bisschen mehr gewonnen. Ja. Ich habe das erste Mal im Leben fast einen zerstörten Arm. Ich weiß es noch nicht. Ich sag mal, ich trainiere mal so, dass ich immer wieder sagen könnte, wenn ich will, dann mache ich. Okay. Aber es muss nicht sein. Okay. Ja. Ja. Also es ist auch so, seit ich mit Ultimate bin, ist es ja wettkampfmäßig sehr viel ruhiger geworden bei mir. Das ist nicht, weil ich es nicht mehr drauf habe, nicht mehr will, sondern weil ich auch zu oft unterwegs bin. Ja. Ultimate hat mehr die Philosophie, mich in der Welt rumzuschicken, 4 Appearances. Das ist auch okay für mich. So war der Vertrag, so ist es abgesprochen und deswegen habe ich mich vom Wettkampfsport ein bisschen zurückgezogen und mache halt mehr Promotouren. Ja. Wie sieht es aus mit dem Fitnessstudio, du hast? Bist du da überhaupt noch anzutreffen? Ja, da bin ich schon, allerdings sehr, sehr wenig momentan. Ja. Also ich bin seit der Arno Classics, glaube ich, 4 Wochen am Stück zu Hause gewesen. Das war die längste Zeit. Ansonsten war ich nur unterwegs. Und klar, das Studio leidet ein bisschen drunter, wenn der, ich meine, das ist natürlich Markus Rühl, ja, da, und wenn der Markus Rühl halt nicht da ist, ist das irgendwie scheiße, ja. Aber ich kann es momentan nicht ändern und wenn die sagen, hier, du musst da und da hin, dann stehe ich natürlich parat, ja. Und jetzt gerne noch für die Schweizer Zuschauer von dir der Tipp für die Mr. Olympia, Top 6, wie sieht's aus? Ach du, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch gar nicht so mit beschäftigt. Wenn man so aus dem Wettkampfgeschehen draußen ist, fällt einem das ein bisschen schwer. Teilweise weiß ich gar nicht mehr, wer mitmacht. Ja. Ich habe mir gestern mal die Athleten angeschaut, kenne ich gar keine mehr. Also die benannten, die Namen halt, die bekannten. Also für mich ist, ja gut, Jake Cutler wird es hoffentlich nochmal machen. Dann 2. Phil Hees, 3. Kai Green, 4. schätze ich mal Dexter Jackson oder Dennis Wolf. Dann je nachdem der 5. dann Victor Martinez auf Platz 6. Dann müssen wir mal sehen, wie der Ronny aussieht. Wenn er es schafft, ein bisschen noch härter zu kommen, dann wird er schon 7. werden. Ansonsten sehe ich den Ronny auf den 8. Insofern dann halt, ja. Aber ich meine, da sind ein paar gute Jungs dabei, ja. Und ich habe den Kai Green gesehen gestern Abend beim Einkaufen, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Mein lieber Freund, das ist ein Ochse. Heißt viel Beef. Der ist ein richtiger Ochse. Wenn der das hat auf die Bühne baut, mein lieber Freund. Ja. Also da bin ich manchmal froh, dass ich mich damit nicht mehr abkämpfen muss, ja, weil da bin ich ja zu alt dafür langsam, ja, mich da noch immer so reinzubauen und das wäre auch das Nächste bei mir, spielt das Alter halt auch die Rolle, ja. Ich bin zwar jetzt erst 40 bald, aber ich habe mit 24 meinen ersten Profi-Wettkampf gemacht, da wird es dann Zeit. Ich bin von allen Athleten der Längste dabei und da darf man ruhig dann mal sagen, jetzt habe ich Zuckerbrot anstatt der Peitsche und da bin ich auch gar nicht böse drum. Ja. Okay, Markus, ich sage dir herzlichen Dank und dir noch viel Spaß hier an der Olympia und bis bald wieder mal. Alles Gute für die Schweizer, gell? Ciao.